So Leute, willkommen zum ersten Champion-Kampf des Clash of Castle. Und zwar kämpfen heute Downy und Jonas um den Titel des Champions. Downy hier als Titelverteidiger und Jonas als der Herausforderer. Und ich bin nicht alleine, denn ich habe nur die halbe Ahnung davon, was in diesem Kampf ablief. Und deswegen kommt die andere Hälfte dazu und ich habe den Downy hier gleich mit am Start. Ich habe so viel Ahnung noch von dem Kampf, das ist unglaublich. Du hast wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Ich meine, ich habe den Kampf jetzt gerade beim Aufnehmen einmal durchlaufen sehen. Das ist schon länger her. Da ist einiges passiert. Aber ich bin sicher, mein Mind wird sich remembern. Keine Sorge. Das wird schon alles funktionieren. Wird schon schief gehen. Ich habe ganz nebenbei noch eine kleine Nachricht von Belly, die ich hier dringend erwähnen soll. Und ich entschuldige mich jetzt schon für meine Aussprache. Und zwar soll ich dir mitteilen, beziehungsweise euch mitteilen. Freidi, hier kommt der Breiti. Das sollte gesagt sein. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Ich fühle mich auch gleichzeitig ein bisschen hintergangen. Ich habe nur gesagt, ich gehe mit dir aufnehmen. Und er meinte, ich soll das irgendwie einbauen. Ja, und der kriegt noch Ärger. Keine Sorge. Okay, damit kann ich leben. Schon noch zurückbekommen. ich dachte einfach so. Mach einfach weiter, als wenn nichts passiert. Okay, alles klar. Gut, möchtest du mal die Teams vorstellen? Ja, ich habe dabei Quajutsu, Tabulele, Tangulos, Terrakium, Glurak X und Nidoking. Während Jonas dabei hat, sein Stalobor, sein Nihilego, Anego, Nihilego, keine Ahnung, welches davon der deutsche Name ist. Quajutsu, Mega Aerodactyl, Tapu Fini und Roserade. Ich habe nicht dabei, ich meine Zapdos, weil da steht ein Stalobor, da steht ein Nihilego, da steht ein Mega Aerodactyl, da steht ein Greninja, das schneller ist als ich. Ah, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass ich das mitnehmen sollte. Habe ich noch ein Pokémon? Du hast doch Boreos eigentlich. Das genau, Boreos, die habe ich eigentlich, das hat eigentlich genau dieselben Probleme wie Zapdos. Also ja, habe ich die zwei ausgeschlossen, weshalb ich eigentlich daraus geschlussfolgert habe, ich muss halt die anderen sechs mitnehmen und habe eigentlich gar keine andere Wahl. Deshalb habe ich mich für die sechs entschieden, die sechs Boys hier. Sinnvolles Ausschlussverfahren. Richtig. Will ich auch so machen. Gut, und ja. Ich weiß nicht, was ich noch kurz sagen soll. Ich würde einfach sagen, schau mal rein. Kampf. Dass das hier zügig über die Bühne geht, trotz allem. Ja. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dem ersten Champion-Kampf. Jetzt kommt die dramatische Musik gleich. Oh shit. Dein Text. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mit Greninja geleadet habe, während er mit Excadrill geleadet hat. Ich weiß auch noch, weil ich mich informiert habe, dass dieses Excadrill, ich glaube, gesashed war. Von dem her war es halt so ein Lead, wo ich mir dachte, ja, es ist eigentlich egal, womit ich leade, ich kann ihn halt sowieso nicht one-shotten. Greninja war so das Mal, wo ich mir dachte, okay, das überlebt einen Move. Ich kann mit Finster Aura flinchen, habe ich mir auch noch gedacht, vielleicht. Und kann nachdem ja auch. Hoffen? Ja, wenn man sie callt, dann sind es keine Hex, wie wir alle wissen. Und nachdem mir auch gleichzeitig, ja, das ist noch am entbehrlichsten und der wird wahrscheinlich sowieso Rocks legen, wenn er sie hat. Und natürlich hat er die Rocks und da freut mein Glurak überhaupt nicht. Ja, ich glaube, du hast auch kein Defog mit dabei, ne? Nee, habe ich auch nicht, weil ich halt für die ganze Arena nie wirklich Defog gebraucht habe oder in irgendeiner Form deshalb. Und ich hier mir auch dachte, Defog ist jetzt nicht so wichtig, weil halt auch wirklich nur Saat dabei war und das kann man potenziell umspielen. Hier habe ich dann seinen Roserade Switchout predicted, wobei es nicht unbedingt predicten war, weil ich glaube, ein Eisstrahl hätte auch so noch gereicht, dadurch, dass ich Wandlungskunst habe. Und kann das Roserade hier schon rausnehmen, wo ich mir dachte, okay, das ist nicht schlecht. Einzige Problem daran ist... Ja, das habe ich mir auch gefragt, als ich aufgenommen habe, habe ich das auch gesehen, dachte mir so, oh, das hat er mal schnell sein Roserade weggeschmissen. Ja, das fand ich ganz gut. Das Problem ist halt, er kann jetzt Tapu Fini reinbringen und in Feenattacken wirft man jetzt nicht so gerne irgendwas rein. Und Glurak hat halt das Problem, dass es auch noch eine Wasserschwäche hat. Aber ich dachte mir, okay, der muss eigentlich auf die Feenattacke gehen, der hat da jetzt gar keine andere Wahl. Und dadurch, dass halt Glurak sowieso mit den Rocks ziemlich eingeschränkt ist, dachte ich mir, kann ich mir das jetzt einfach reinholen. Fini hat halt jetzt die Recovery nur maximal Leftovers. Und das ein bisschen schon mal anzuchippen, ist eigentlich nicht schlecht. Genau, und jetzt kommt noch der Naturzorn. Das war eigentlich ein relativ sicherer Spielzug, weil du da mit allem nochmal guten Schaden draufdrücken kann, auch wenn du jetzt auf was anderes gehst. Im Prinzip, guter Midground, würde ich jetzt mal sagen. Im Prinzip war das jetzt sehr solide. Das Ding ist halt, der EQ macht halt trotz allem einfach gar keinen Schaden. Weshalb er mich halt jetzt auch mit Surfer rausnehmen kann. Fini ist allgemein relativ nervig, muss ich gestehen. Das kann ich bestätigen. Habe ich festgestellt. Das habe ich aber allgemein nervig bestätigen in den Arenen. War es auch nicht sonderlich schön, dagegen zu spielen. Aber ich hatte auch immer die Arenen, die da nicht unbedingt gut gegen waren.
Ja, das Ding ist aber, jetzt kann ich halt Nidoking reinholen. Und Nidoking zerlegt sein komplettes Team in die Einzelteile, wenn ich das richtig predikte. Da ist halt immer nur die Frage, ne, was macht er, was mache ich? Nidoking kenne ich ja auch schon sehr gut. Es macht halt Druck. Du hast ja erstmal keinen Switch in da wirklich rein. Nee, hast du auch nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall mit der Sludge Wave gerechnet, während ich hier einfach auf die Erdkräfte gegangen bin, weil ich mir schon dachte, er wird ziemlich sicher mit der Schlammwoge rechnen. Und bis jetzt hat er immer relativ safe gespielt, weshalb ich mir auch dachte, okay, er wird wahrscheinlich den, in Anführungsstrichen, Safe-Play wagen und in XK gehen. Vor allem, weil er danach halt sowas wie Mega-Aerodactyl reinwerfen kann, was im Prinzip mein Nidoking ist, weil ich nicht wirklich einen Switch in den Mega-Aerodactyl habe, weil Tangolos steht da jetzt auf Dauer auch nicht so lange drin. Wenn er sowas wie Aeroas hat, dann erst recht nicht. Aber ich musste halt trotzdem Tangolos reinwerfen, weil ich halt, wie gesagt, eigentlich nichts anderes habe. Ja, genau, jetzt werden wir auch gleich sehen, ob er den Aeroas dabei hat. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier drauf steht, aber ja, also so, ich kann auf jeden Fall sagen, er hat das Aeroas mit dabei. Ja, er druckt es hier auch. Und es wird halt jetzt nicht gerade wenig machen, dadurch, dass halt Krallenwucht existiert und das hat und... Ah, das tat schon sehr weh und ich habe mich dazu entschlossen, hier mein Tangolos abzuwerfen, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt noch brauche. Und vor allem, du hast halt keinen, wie du schon gesagt hast, du hast keinen wirklichen Switch im Raum. Ja, eben. Und ich dachte mir halt, im Gegenzug kann ich halt jetzt mein Tapolele reinbringen, was wir, wie wir alle wissen, Gewalglast ist. Es wird auch safe im Move überleben, solange mich nicht mit der Stoneage crittet. Und es wird halt verdammt viel Schaden austeilen, weil der hat halt nicht wirklich dagegen wieder ein Switchen. Ich glaube, einen Eisenschädel überlebe ich sogar noch. Oder auch nicht. Nevermind, dann war es der Move, den ich nicht auf dem Schirm hatte und der Lele einfach rausgenommen hat. Dann das kannst du das nicht auf dem Schirm haben, weil das wussten wir auch nicht. Ja, das gut. Hat er bisher nicht gezeigt. Ja, dann war da ein Move, den er noch nicht gezeigt hatte. Weshalb ich jetzt halt wieder ins Steakhouse gehen muss, in mein Terrakium und ich... Das ist ein wunderschöner Name. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht mal, wie ich auf den Namen gekommen bin. Aber es ist gut. Ja, ich weiß. Das Ding ist nur... Ich wollte da auch nicht in Mega in mein Terrakium gehen, weil ich noch, ich hatte dann noch was im Hinterkopf, genau, das, es verfehlt. Das ist nämlich auch der schon Stein in der, ja, auf. Das ist auch schon in der Flugarena, ich glaube auch gegen Mega Aerodactyl passiert, weshalb ich mir dachte, nee, das möchtest du jetzt eigentlich nicht nochmal haben. Oh nee, der Steinkantenmist ist echt ärgerlich. Ja, und tut jetzt... Tut mir an der Stelle schon leid, I can feel you. Ich meine, gegen Fini ist es jetzt nicht so schlimm, aber das Problem ist halt, ich muss jetzt halt irgendwas opfern und dadurch, dass die Edge... Ich bin mir nicht sicher, wie das Fini ausgelegt war, aber je nachdem, wie es halt ausgelegt ist, reichen zwei Kanten nicht. Deshalb, ja, musste ich jetzt hier auch noch in Nidoking reinwerfen und muss halt jetzt wieder schauen, dass ich den Surfer überlebe. Ich glaube, das habe ich gekalkt, das hätte nicht gereicht auf jeden Fall, außer er hat irgendwie speziell offensives Investment, großartig. Aber ja, hier bin ich jetzt dieses Mal safe geblieben, bin auf die Schlammwoge gegangen, weil ich tatsächlich dachte, er bleibt eher drin dieses Mal. Weil Anigo eigentlich ein relativ wichtiges Mon für ihn ist. Und jetzt habe ich halt das Problem, das ist ein Scarf Nihilego. Das kriegt jetzt auf jeden Fall plus 1 und... das ist nicht schön. Ja. Anigo halt. Ja, auf das der anderen Mon Seite... Macht immer ja. Spaß. Auf der anderen Seite wusste ich halt, ich habe noch immer meinen Walschal-User in der Hinterhand, Terrakion, welches halt schneller ist als Nihilego. Problem ist, ich habe nur noch zwei Pokémon, während er drei hat. Und hier habe ich sehr overpredicted, weil ich dachte eigentlich, er geht jetzt in Tapu Fini, weil ich eigentlich dachte, Tapu Fini wäre sein Play. Aber er ist hier einfach drin geblieben, hat ihn eigentlich gar nicht gejuckt. Ja, und dann dachte ich, gut, ja, das Zauberschein und weg ist dann für Terrakium. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht wusste, dass ich Walschall bin. Doch, eigentlich musste er es wissen. Ich bin mit Terrakium in Dings gegangen. Dann hat er es wahrscheinlich predicted, dann hat er es hier gut gemacht. War zwar relativ risky, aber es ist ja für ihn aufgegangen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, dass ich diesen Kampf verloren habe, weil es ist halt Walschall, es ist schneller. Ich habe keine Wasserschurigen. Und der Zauberschein reicht auch aus. Der ist ja auf plus 2, da wächst kein Gras mehr für Greninja. Okay, ja, da holt sich an der Stelle der gute Jonas hier den Vorteil. Ja. Allerdings ist das Ganze ja ein Best of Three. Sehr gut. Das heißt, wir haben noch einen zweiten Kampf, der dann morgen folgen wird. Ich muss erstmal sagen, GG an euch beide trotz allem. Es war halt mal ein ganz abwechslungsreicher Kampf, weil es mal nicht Monotype war auf einer Seite. Ja. Das ist mal ein bisschen Abwechslung. Und ich finde es gerade wunderbar, dass du so viele Arbeit da übernimmst und das alles erzählst. Ja, weil mir tatsächlich noch ein bisschen was eingefallen ist. Allgemein ist für mich halt das Matchup relativ schwierig, weil ich mit meinem Team ziemlich offensiv aufgestellt bin, während er halt noch sowas wie Fini hat. Was halt relativ gut defensiv aufgestellt ist und so ein Terrakium-Stopp ist. Ansonsten,
Ansonsten wäre Terrakium durchgegangen, wenn das Fini nicht da war. Das heißt, im zweiten Kampf muss ich eigentlich so spielen, dass ich das Fini möglichst wegbekomme und dann geht nämlich Terrakium durch wie Butter. Ja, das wäre doch mal ein guter Gameplan. Das wäre nice. Aber das sehen wir ja dann. Ja, bin ich mal gespannt drauf, ob du das noch reißen kannst dann letztendlich. Das seht ihr auf jeden Fall dann morgen, wenn alles glatt läuft. Und ja, dann erstmal schon mal danke fürs Mitkommentieren beim ersten Mal. Downy ist auch morgen wieder mit dabei. Natürlich. Denn ich brauche jemanden, der Ahnung hat, was passiert. Weil ich glaube, einen Kampf zu kommentieren, den man selber nicht ausgetragen hat, ist immer... Ist sehr schwierig, ja. Ja, weil man die Gedanken nicht so ganz versteht. Deswegen war jetzt auch der Gedanke, jo, ich nehme immer dann den Champion mit rein als Titelverteidiger. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin gespannt auf den Rückrundenkampf. Ich auch. Ich kenne ihn auch noch nicht. Dach, dach. noch nie gesehen. Auch nicht ausgetragen. Gut, dann sehen wir uns morgen und hören uns morgen. Ciao, Leute. Ciao.